Ihr wisst ja, ne, ich habe eine langjährige Haftstrafe wegen Kaugummiautomatensprengung hinter mir. Und ich muss euch sagen, es ist noch heute ein Schock. Ja, ein Schock, an diesen Automaten vorbeizugehen. Es juckt in den Fingern, immer noch. Es juckt in den Fingern. Ach ja. Damals hießen Bubblegum-Bande. Ja, wir waren die Bubblegum-Bande. Könnt ihr gerne googeln. Aber Kinder, bitte nicht nachmachen. Ja. Auch in den Kaugummiautomaten ist nicht mehr so viel Geld wie früher drin. Von daher lohnt sich nicht mehr. Die haben teilweise auch Farbpatronen und so. Von daher, Freunde, ja, bringt nichts. Auch mit Semtex nicht.